Hallo, was machen Sachen? Willkommen zurück zu einem neuen Tutorial für die Unreal Engine 5. Wir kümmern uns heute nochmal über Blueprints. Ich wurde jetzt ein paar Mal gefragt, ich habe jetzt in meiner Blueprint ein Mesh drinne und ich möchte an das Material rankommen, aber ich will nicht jedes Mal die Blueprint öffnen. Gibt es da irgendwie die Möglichkeit, dass ich das wieder über die Details machen kann? Weil sobald das Mesh ja in der Blueprint ist, kommen wir über die Details ja gar nicht mehr ran. Und genau das werden wir tun. Ich werde euch ein paar Sachen zeigen. Also wir werden es ein paar Sachen machen, weil an für sich ist es immer das Gleiche. Man muss nur das richtige Wort dafür finden. Ihr seht das gleich. Und ja, dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an und gehen rüber in Unreal. So, einmal in der Unreal Engine. Nur mal kurz, um zu zeigen, was ich gemeint habe. Wenn wir hier auf das Static Mesh von dem Cube gehen, bekommen wir hier jede Menge Zeug. Einmal das Mesh an sich, Materials und so weiter. Das ist ja alles über die Blueprints erstmal nicht vorhanden. Das müssen wir uns quasi freigeben, freischalten. Und das machen wir jetzt auch. Wir brauchen dazu erstmal eine Blueprint. Machen wir ein Content Drawer. Ich mache mir jetzt einfach random irgendwo eine Blueprint hin. Wenn ihr das für euer Projekt nutzt, wie gesagt, denkt dran, haltet Ordnung, sonst findet ihr nie wieder irgendwas. Und wir brauchen erstmal einen normalen Actor. Wir nennen ihn jetzt einfach mal Test. Wie gesagt, ihr nennt das bitte so, dass ihr das auch in einem Monat noch findet, sonst ist das ein bisschen kontraproduktiv für euch. Haltet ein bisschen Ordnung. Ordnung ist das A und O, weil sowas sonst habt ihr komplettes Chaos und ihr findet nie wieder irgendwas. So, die öffnen wir. Ja, man muss den auch nicht unbedingt über den Outliner öffnen. Man kann die auch über den Content Browser öffnen mit einem Doppelklick. Ist vollkommen egal. Jetzt haben wir erstmal hier eine leere Blueprint. Noch ist nichts drin. Ich füge jetzt einfach mal irgendwas rein. In unserem Fall, ich nehme jetzt einfach mal einen Cube. Den ziehe ich hier rein. Den ziehe ich ein bisschen hoch. So, und einfach nochmal als Beispiel, dass wir ein bisschen was anderes noch dazu haben, packe ich da noch ein Licht rein. Light. Mama, Mama, hier so ein Spotlight, warum nicht? Einfach rein, zack. Und dann machen wir, keine Ahnung, Batman-Symbol oder so. Ah, über die World bitte. Machen wir das so. So. Wir haben jetzt verschiedene Sachen in unserer Engine drin. Wir wollen uns vier Sachen änderbar machen. In unserem Fall beim Licht 2 einmal die Lichtfarbe und einmal die Intensity. Und bei dem Mesh einmal das generelle Mesh, dass man das austauschen können, und das Material, dass man das austauschen können. Und das machen wir jetzt. Und dazu gehen wir jetzt in das Construction Script. Das ist quasi Zeug, das ihr primär im Editor nutzt. Macht das bitte nicht im EventCraft. EventCraft ist für Sachen, die auch in-game funktionieren müssen. Construction Script ist mainly für Stuff, was halt im Editor abgeht, also wenn ihr das Spiel erstellt. So, und hier geben wir quasi erstmal nur an, was wir von welchem Component ändern. Wir kümmern uns erstmal jetzt um den Cube. Wir gehen hier raus, ziehen hier raus und tippen ein Set Material. Und da seht ihr schon, Set Material Cube, den nehmen wir direkt, dann haben wir auch hier den Cube. Man kann natürlich auch den Cube hier rausziehen und dann Set Material machen, ist egal. Wir wollen jetzt hier ein Material setten. Das funktioniert nicht einfach so. Wenn wir hier was ändern wollen, können wir zwar hier was einfügen, aber das funktioniert nur direkt in der Blueprint. Das wollen wir nicht, wir wollen das hier in unseren Details haben. Also gehen wir hin, klicken hier Variables, machen ein Plus und sagen Cube, Material Cube. Das hier ist der Variables-Typ. Momentan ist es auf Boolean, sprich, ist es an oder ist es aus. Macht ja momentan keinen Sinn. Wir wollen Material haben. Und genau das suchen wir hier auch. Wir gehen hier einfach drauf und suchen Material. Aber bitte eine Instance. Wo ist es? Wo ist es? Ein bisschen weiter unten. Hier. Bitte gebt Material Instance ein. Wenn ihr nur Material eingibt, könnt ihr auch wirklich nur reine Materials einsetzen. Sobald ihr eine Instanz zieht, geht die da nicht mehr rein. In der Material Instance gehen die normalen Materials, also Master Materials und so weiter, als auch die normalen Instanzen rein. Das kommt da rein. Wichtig, Auge auf. Überall, wo das Auge auf ist, das kommt bei euch in die Details rein. Dann packen wir den hier hin, sagen Get und verbinden das. Dann machen wir einmal Compile, gucken, aha, kein Fehler, 1A. So, und wir können auch einfach direkt mal gucken, ob es funktioniert hat. Ich mache das hier mal ein bisschen runter. Ich drücke mal hier drauf, drücke mal drauf. Manchmal muss man einfach auf was anderes draufklicken, dass sich das auch hier resettet. Und hier sehen wir schon Materials. Und dann könnten wir sagen, ich packe hier irgendwas hin. Machen wir den blauen. Ich habe jetzt gerade nichts anderes, machen wir den.
So, wir wollen jetzt aber nicht nur das Material setzen, sondern auch das Mesh an sich. Gehen wir wieder raus. Set Mesh. Static Mesh Cube. So, dann haben wir hier den Cube. Ihr könnt das auch rausmachen und sagen, okay, ich habe den ja eh schon mal hier. Ich packe den dann nochmal rein. Das ist euch überlassen. Je nachdem, wie viel ihr habt und was ihr macht. Ist jetzt für uns erstmal nicht so schlimm. Wir haben jetzt nichts großartig Komplexes, wo es wirklich was ausmachen würde, dass man das mehrmals drin hat. So, das gleiche können wir hier. Jetzt haben wir hier natürlich das Mesh. Brauchen wir auch hier wieder eine Variable. Gehen wir gleiches Spiel nochmal, sagen einfach nur Mesh. Cube. Das ist einfach, wir für uns wissen, was gemeint ist. Ihr könnt auch nur Mesh schreiben, ist ja Wurst. Das hier ist natürlich kein Material, das würde keinen Sinn ergeben, wenn man in ein Mesh ein Material reinpacken. Wir brauchen natürlich Mesh, wer hätte's gedacht, auch hier wieder auf dem File. Static Mesh. Richtig schreiben, Static Mesh. Static Mesh, wo haben wir? Static Mesh, hier haben wir es, da. Auch hier Auge offen, rein, get. Und dann plöppen wieder rein. Compile, save. Und ah, ist schon da, okay. Und hier könnten wir dann jetzt sagen, okay, ich pack einen Cone rein, ich pack eine Sphere rein, ich nehme mir doch wieder den Cube zurück. Oder? Na, ich bleib bei Sphere. Sphere sah so lustig aus. Machen wir eine Sphere aus dem Cube, ist ja auch egal. So, jetzt haben wir für unseren Cube erstmal soweit alles eingestellt, was wir brauchen. Was wir noch machen können, ist hier einfach mal ein Default, also ein Anfang hin tun, dass irgendwas drin ist, damit wir halt nicht leer starten. Dann machen wir hier mal blau und hier packe ich, was hat man drin? Ach, ist egal. Packe ich eine Capsule rein. Dass irgendwas drin ist, dass wir dann halt uns nicht wundern, dass unsere Blueprint einfach leer ist. Macht es ein bisschen einfacher, finde ich. So, machen wir jetzt einfach mit dem Licht weiter. Auch hier Set Intensity. Hier passt ein bisschen auf. Es gibt mehrere Variationen von der Intensity. Hier steht immer ein bisschen was mehr dabei. Guckt, dass ihr wirklich die normale Set Intensity habt und nichts anderes. Sonst funktioniert es nicht so, wie ihr wollt. So, hier haben wir direkt auch einen grünen Böpsel, hier so einen grünen Einstecker. Da wissen wir direkt, okay, es ist grün, da kommt ein Float rein. Machen wir uns auch einen Float. Lichtstärke. Und natürlich ein Float. Machen wir das Äuglein auf. Packen uns den rein. Get. Lichtstärke. Machen wir Compile. Save. Und dann sagen wir, okay, wir machen keine Ahnung, 100. Einfach, dass wir am Anfang ein bisschen was haben. Das gleiche jetzt auch fürs Licht. Set Light. Color, Spotlight. Ich mache den einen wieder weg und knüpfe das hier zusammen. Wer weiß, das hängt alles zusammen. Aber das ist ja euch überlassen, wie ihr das machen möchtet. Ihr könnt ihn auch alle einzeln da stehen lassen. Ist jetzt erstmal nicht so dramatisch. So, dann gehen wir hin. Plus Lichtfarbe. Machen wir auch hier Color. Auch hier. Die normale Color, nicht irgendwelche extra Geschichten, sondern nur Color. Das ist das, was wir brauchen. Auch hier Auge auf. Ziehen wir rein. Get. Das packen wir da rein. Nicht wundern. Hier gibt es quasi noch. Ich nenne es jetzt einfach mal einen Übersetzer. Der soll da so sein, das ist so richtig. Auch hier setzen wir uns jetzt erstmal Compile, speichern und jetzt legen wir eine Farbe fest. Wundert euch nicht, das hat mich das erste Mal total verwirrt. Aus irgendwelchen Gründen ist hier direkt eine Alpha drauf. Die machen wir raus und schon haben wir hier Farbe. Das hat mich am Anfang total verwirrt, warum ich mein Licht nicht gesehen habe. Machen wir es pink. Warum auch nicht? Compile, save. So. Und dann können wir erstmal testen, hat das jetzt alles so funktioniert? Ich mache das mal runter. So. Wie gesagt, die Szene könnte etwas anders aussehen. Zwischendurch ist mir die Anime Engine abgestürzt oder primär der komplette Computer, weil passiert halt. Ja, ich habe hier den Cube erstmal mit meiner Sphere an die Wand gesetzt und jetzt können wir testen. Die Szene an sich ist relativ hell, aber man sieht schon hier ein bisschen pink. Sagen wir, machen wir mal, keine Ahnung, 500. Ah, 1000. Ah, die Szene einfach vielleicht dunkler.
Irgendwo ist mein Licht. Directional Light. Machen wir das mal auf. Ein Lux. So, machen wir das mal voll Kanne hoch. So, Stärke funktioniert, können wir einstellen. Dann sagen wir mal Farbe. Hier, einmal Regenbogen durch. 1A funktioniert prima. Gratulation. Und so könnt ihr quasi jede Menge Werte, die ihr haben möchtet, einfach in euren Details packen. Ihr müsst einfach nur wissen, was möchte ich ändern, wie heißt das Ding und was muss dann halt da rein. Meistens ergibt sich dann einfach aus dem Kontext, wie heißt die Node für das gewisse Objekt. Und manchmal halt wie jetzt bei dem Licht mit dem Float, okay, das ist ein grüner Stöpsel, da muss der Float wahrscheinlich rein. Hat auch noch einen riesigen Vorteil für optimiertes Arbeiten. Je nachdem, was in der Blueprint drin ist, kann ich sagen, okay, ich packe das hier hin und sage, Pink fühle ich jetzt hier nicht. Ich packe hier jetzt Blau rein. Man muss nicht jedes Mal eine neue Blueprint erstellen für Sachen, die einfach nur eine Sache geändert haben. Man kann die halt dadurch halt auch so ändern. Ich kann auch sagen, okay, ich fühle jetzt hier halt die Sphäre nicht. Ich hätte jetzt hier einen Cone. Funktioniert auch. Sehr optimiert zu arbeiten. Erleichtert das Arbeiten ungemein, je nachdem, wie man das aufsetzt. Wie gesagt, sobald es im Construction Strip drin ist, ist es auch fürs Game später nicht so wichtig. Das wird einmal gecheckt für den Spawn und dann wird das halt nie wieder angefasst, solange das Level steht. Beim neuen Level-Spawn natürlich wird es nochmal gecheckt, aber es wird halt einmal gecheckt und dann egal. Weil es sehr gespawnt. So. So viel dazu. Ja, und dann war es das auch schon. Müsst halt einfach nur gucken. Das Schwierigste daran ist einfach zu gucken, wie heißt das Ding, was ich ändern möchte und was muss da rein. Da müsst ihr ein bisschen gucken, zur Not ein bisschen ausprobieren, compilen, speichern, testen. Ja, und dann war es das auch schon für dieses Tutorial. Dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Und viel Spaß beim Erstellen von was immer ihr auch gerade so bastelt. Auf Wiedersehen!